Ja, meine Freunde, wir reagieren heute auf So sieht Fliegen in der Zukunft aus. Na, Kat. Ja, meine Freunde, was geht ab? Und wir reagieren heute auf So sieht Fliegen in der Zukunft aus. Ich bin sehr gespannt. Fliegen wir mit Raketen oder wird es bald UFOs geben? Nein, Spaß. Aber ich bin sehr gespannt. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und wir starten direkt los mit dem Video. Wir müssen uns in Zukunft grüner von A nach B bewegen, wegen Klimawandel und so. Bei Autos und Bussen ist man in der Hinsicht, was die Technologien angeht, schon ziemlich weit. Bei Zügen sowieso. Aber grüne Flugzeuge, die sind tatsächlich eine riesige Herausforderung und wir stehen noch ganz am Anfang. Wie könnte das Flugzeug der Zukunft aussehen? Dann haben wir bald den Tesla Plane oder so. Nein, Spaß, aber das wäre schon ziemlich cool irgendwie. Aber ich glaube, ich habe mal gehört, dass es viel zu schwer noch ist, also nein, nicht zu schwer vom Hirn her, sondern zu schwer, weil einfach die Geräte, also diese Batterien so viel Gewicht haben, dass es noch, dass die Batterien zu transportieren noch genauso viel Strom bringen würde oder kosten würde, als das Flugzeug verbraucht. Welchen Materialien müsste es bestehen? Wie wird es angetrieben? Kann Fliegen überhaupt jemals grün werden? Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ist doch ein cooles Thema wieder. Die Luftfahrt ist für 3,5% des menschengemachten Klimawandels verantwortlich. Dabei spielt nicht nur CO2 eine Rolle. Auch Stoffe wie Stickoxide, Wasserdampf und Rußpartikel tragen maßgeblich zur Erderwärmung bei. Klar, 3,5% hören sich erstmal noch gar nicht so viel an. Bis 2040 werden allerdings voraussichtlich doppelt so viele Menschen fliegen wie heute. Alleine die CO2-Emissionen würden sich bis 2050 verdreifachen, wenn sich nichts ändert. Boah, besonders die kommerzielle Luftfahrt muss sich wandeln. Das sind unsere Passagierflugzeuge nach Mallorca und Rio, aber auch der Lufttransport von Handyersatzteilen von China nach Deutschland. Viele Unternehmen, Regierungen und Organisationen haben Initiativen ins Leben gerufen, die das Fliegen nachhaltiger machen sollen. Der Flugverkehr in der EU soll beispielsweise bis 2050 komplett klimaneutral werden. Wie genau man das schaffen will, weiß man zwar leider noch nicht, es gibt aber viele Ansätze. Also, es soll klimaneutral werden, aber man hat keine Idee oder man weiß nicht mal noch, wie das Ganze zustande kommen soll. Also, das wird dann wahrscheinlich eh rausgeschoben bis 2080 oder so. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr leben. Kerosin ist der Treibstoff, mit dem die meisten Flugzeuge betrieben werden. Unser Flugzeug der Zukunft sollte weniger davon verbrauchen oder am besten gar nichts. Dafür müsste es aus sehr leichten Materialien bestehen. Umso leichter das Flugzeug, desto geringer der Treibstoffverbrauch. Das ist schließlich klar. Muss man weniger Gewicht in die Luft heben. Außerdem könnte man versuchen, einzelne Flugzeugteile aerodynamischer zu gestalten. Man will nämlich möglichst reibungslos durch die Luft gleiten. Man könnte zum Beispiel die Neigung der Flügel verändern, um die Reibung der Luft zu reduzieren. Bei Transportflugzeugen sind die Flügel nach hinten geneigt. Das nennt man auch die Pfeilung. Das ist Professor Dr. Julian Weiss, Leiter des Fachgebiets Aerodynamik am Institut für Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität Berlin. Pfeilung ist gut, weil das Flugzeug dadurch schneller fliegen kann. Gleichzeitig wird die Luft auf dem Flügel durch die Pfeilung auch ein bisschen turbulenter, was mehr Treibstoff verbraucht. So, man könnte die Flügel entsprechend gerade bauen, um Treibstoff zu sparen. Das Problem wäre dann aber, dass das Flugzeug in diesem Fall langsamer wird, was man auch nicht will. Dünnere und längere Flügel könnten laut ihm ebenfalls für einen geringeren Treibstoffverbrauch sorgen. Allerdings müsste man sich dann überlegen, welches Material man dafür verwendet. Außerdem, wo man den Treibstoff unterbringen würde, der sich heute teilweise in den Flügeln befindet. Bei der Entwicklung, beim Design und beim Bau von Flugzeugen ist alles ein Kompromiss. Okay, man kann das Flugzeug also in seine vielen Bereiche und Komponenten unterteilen und dort jeweils versuchen, es zu optimieren. Aber könnte man die derzeitige Flugzeugform nicht komplett überdenken? Bei herkömmlichen Flugzeugen dienen die beiden großen Flügel als Tragflächen und erzeugen Auftrieb, wenn man sich schnell genug vorwärts bewegt. Der Rumpf erzeugt dabei keinen Auftrieb und wird quasi mit hochgezogen. Das verbraucht sehr viel Treibstoff. Warum lässt man den Rumpf also nicht einfach weg? Vielleicht wird unser Flugzeug der Zukunft ein sogenannter Blended Wing. Auf Deutsch ist der Name natürlich deutlich geiler. Nur Flügler. Dazu gehören das Flying V-Konzept der TU Delft oder... Der Name ist viel geiler. Nur Flügler. Das Maverick sieht ja voll cool aus. Bei nur Flüglern ist das gesamte Flugzeug eine Tragfläche und erzeugt Auftrieb. Dadurch könnten bis zu 20% weniger Treibstoff verbraucht werden. Das ist ein Wahnsinn. Passagiere und Last könnten in den Flügeln Platz finden. Blended Wings sind deutlich aerodynamischer als herkömmliche Flugzeuge. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Form aber schwerer zu kontrollieren und zu stabilisieren. Es müsste also wieder ein Kompromiss gefunden werden.
Außerdem fehlt die Infrastruktur für solche Flugzeuge. Flughäfen müssten großflächig umgebaut werden. Und das alles nur für die Nurflügler. Entschuldigung. Aber nicht nur das. Es ist auch extrem teuer und langwierig, neue Flugzeuge in dieser Größenordnung zu entwickeln und zu bauen. Deshalb ist es recht fraglich, ob sich Blended Wings durchsetzen werden. Glaube ich nicht. Flugzeuge werden auch in ihrer... Wenn da kein deutliches Verbot kommt von irgendwelchen Staaten, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich sowas durchsetzen wird. ...jetzigen Form immer effizienter und verbrauchen immer weniger Treibstoff. Durch leichtere Materialien, aerodynamischere Designs und optimierte Triebwerke kann das herkömmliche Design eventuell noch vielleicht 20%, vielleicht 30% Treibstoff rausholen, aber dann wird die Technologie wahrscheinlich an ihre Grenzen stoßen. Das reicht wohl nicht, bei ihr erinnert euch doppelt so vielen Passagieren in den nächsten 20 Jahren. Es sei denn natürlich, wir steigen auf für einen anderen 20 Minuten Flug 50 die Tonnen Batterien. Fokussiert sich auf batteriebetriebene Elektroautos. Für kurze Strecken und sehr wenige Passagiere könnten Elektroflugzeuge laut Experten eine Lösung sein. Unternehmen wie Eviation und Lilium gehören zu den vielversprechendsten Herstellern von kleineren E-Flugzeugen. Der Lilium-Jet soll vertikal starten und landen und bis zu 250 Kilometer weit fliegen können. Der Alice-Jet von Eviation soll in der Lage sein, noch weitere Distanzen zurückzulegen. 850 Aber damit Kilometer. Von Frankfurt nach Rio wird wohl nichts. Eventuell werden Flugzeuge bei langen Strecken nie komplett elektrisch fliegen. Batterien sind noch deutlich zu schwer und nicht annähernd leistungsfähig genug, um tonnenschwere Passagierflugzeuge stundenlang in der Luft zu halten. Die Batterien für ein Passagierflugzeug wie den Airbus A320 müssten über 50 Tonnen wiegen. 50 für einen Tonnen. 20-minütigen Flug. Alleine mit den Batterien... Boah, mein Gott. Für 20 Minuten Flug 50 Tonnen Batterien. Wären bereits 2/3 des maximalen Startgewichts erreicht. Für längere Strecken könnten aber zumindest Hybridflugzeuge zum Einsatz kommen. Die werden teilweise elektrisch und teilweise mit Kerosin betrieben. Darauf scheinen auch die beiden größten Flugzeughersteller Boeing und Airbus zu setzen. Hybridflugzeuge könnten den Treibstoffverbrauch deutlich reduzieren. Die Elektroantriebe würde man vor allem bei Start und Landung nutzen. Auch um weniger Lärm zu verursachen, sodass Nachtflugverbote aufgehoben werden könnten. Der Treibstoff könnte auch auf Pflanzen, Bioabfällen oder Algen basieren. Sogenanntes Bio-Kerosin verursacht weniger Schadstoffe wie Rußpartikel, wenn es verbrannt wird. Außerdem wird nur so viel CO2 ausgestoßen, wie zuvor von den Pflanzen aufgenommen wurde. Das würde die Erderwärmung zwar immer noch beeinflussen, da das CO2 sehr weit über der Erde ausgestoßen wird, es ist aber definitiv grüner als Kerosin aus Erdöl. Ob das jetzt... so viel bringt, ist halt eine andere Frage. Die Herstellung ist leider sehr aufwendig und teuer. Eine Massenproduktion ist nicht absehbar. Außerdem bräuchte man extrem viel Anbaufläche, was weniger Fläche für Lebensmittel bedeuten könnte. Viele Experten sehen in Wasserstoff, der ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, mehr Potenzial. Auch wenn das noch ein sehr langer Weg ist. Wasserstoff ist deutlich leichter als Batterien, bei der Herstellung geht aber leider ziemlich viel Energie verloren. Der Treibstoff benötigt außerdem deutlich mehr Platz als Kerosin. Die riesigen Tanks müssten irgendwo in den Rumpf wandern, wo der Platz für Passagiere und Fracht dann eng werden könnte. Außerdem muss Wasserstoff im flüssigen Zustand extrem kühl gelagert werden, was ebenfalls sehr kompliziert und teuer wäre. Nicht nur im Flugzeug, sondern auch am Boden an den Flughäfen. Man bräuchte eine ganz neue Infrastruktur. Ist halt sehr schwierig, das Ganze zu umzubauen, aber wir sind ja auch die klügste Generation der Welt, oder die es jemand gegeben hat, und ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwann eine Kompromisslösung geben wird. Die Luftfahrt steht vor einer gigantischen Aufgabe und man weiß irgendwie noch nicht genau, wo die Reise hingeht und ob man das mit der Klimaneutralität hinkriegt. Schon coole Designs, muss man sagen. Wir haben uns hier nur die technologische Seite angeschaut. Höhere Emissionspreise und stärkere politische Maßnahmen könnten vermutlich ebenfalls viel bewirken. Natürlich wäre das Problem auch kleiner, wenn wir weniger fliegen würden. Jedes Jahr nach Bali ist vielleicht nicht unbedingt notwendig und innerhalb Europas fliegen das muss eventuell klar. auch nicht immer sein. Dann sollte es aber auch nicht günstiger Wer kann sein, sich das von Düsseldorf nach Mailand zu fliegen, als mit der S-Bahn von Buxtehude nach Hamburg-Neugraben zu fahren. 5 Euro? Cheers. Wir hoffen, wir... 5 Euro kostet ein... Wow. Cheers, auf jeden Fall. Gutes Video. Aber natürlich ist es schwierig, wie sie auch im Video angesprochen haben, eine Lösung zu finden. Was ist eure Meinung dazu? Ich finde diesen riesigen Wing-Glatter, also diesen nur Flügel-Glatter, wie dieser heißt, ziemlich genial. Ein ziemlich cooles Design, aber
wird jetzt schwierig umzusetzen sein. Also wenn da keine Maßstäbe gesetzt werden, dass Europa sagt, wir schaffen Minenflüge ab und das wird eigentlich, oder wir schaffen Flugzeuge ab, das ist eigentlich unmöglich. Ich meine, man kann sich nicht mehr fortbewegen und 3,5%, also da gibt es auf jeden Fall andere Sparten, die wesentlich mehr die wesentlich mehr zur Klimawärmung beitragen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, abonniert unbedingt gerne unseren Channel und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.